Welches Einsatzfahrzeug soll ich jetzt nehmen? Also wäre das jetzt hier ein Livestream, dann könnte man das jetzt im Chat sozusagen ausdiskutieren. Ich muss selber kurz mal gucken, denn ich muss heute auf jeden Fall zum Shop fahren in Königsberg. Da erwartet uns nämlich eine Technik vom Feinsten. Ein Rettungshelikopter steht da bereit. Ihr seht es ja auch schon so ein bisschen am Titel, was heute eigentlich Phase ist. Und darüber möchte ich heute einfach mal so ganz kurz in diesem Video sprechen. Also ganz kurz ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also ich werde das Video schon ein wenig strecken, also dass es auch wirklich jeder versteht natürlich. So, wisst ihr was? Da ich eigentlich ein großer oder riesengroßer Fan vom Rosenbauer RT bin, werde ich, glaube ich, auch das Fahrzeug nehmen. Dann gehen wir mal nochmal rein in die Feuerwaffe. Wir machen es am... Ne, wartet mal. Geht das wieder runter? Wir machen es mal richtig heute. Ich bin schon lange nicht mal hier durchgelaufen und dann direkt in die Fahrzeughalle gegangen. Das ist schon ewig her. Also das ist immer so eine blöde Angewohnheit, ne? Also, was heißt denn Angewohnheit? Das ist immer so ein bisschen lauffaul. das jetzt mal ehrlich zu sagen. Also ich gehe immer halt wirklich bis vorne zum Tor, drücke da meine Fernbedienung und dann geht eigentlich das Tor schon automatisch auf. Ja, das ist halt schon so drin, ne, aus den älteren Teilen. Vom LS17 zum Beispiel, da kenne ich das, habe ich mal ganz oft bin ich bis vorne mal durchgegangen durchs Fahrzeugtor. Und dann bin ich losgefahren. So, ich ziehe mich mal schnell fix noch um, weil Versicherung, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, dass uns was passiert und ich hier keine Einsatzklamotten anhabe oder Feuerwehrklamotten. Ja, und dann bezahlt niemand meinen Schaden sozusagen oder den Schaden, der verursacht wurde. Okay. So, dann machen wir mal ganz kurz hier auf. Ne? So. Machen wir wieder zu. Steigen mal ein. Und ich würde sagen, es ist kein Einsatz in diesem Sinne. Wir machen trotzdem das Blaulicht an. Das können wir gerne machen. So. Das elektronische oder elektrische HLF fährt erstmal rüber zum Shop jetzt und heute geht es eigentlich, wie gesagt, um diesen einen Kreis hier mit dem H, Hubschrauberlandeplatz oder Heliplatz, wie man das so schön sagt. Um den geht es jetzt erstmal. So, ich werde euch auch gleich verraten, was ich jetzt damit sagen möchte und was gleich auf euch zukommen wird. So, aber erstmal drängen wir uns hier durch den Feierabendsverkehr. Hier ist ganz schön was los gerade. Die Baustelle ist natürlich immer noch aktiv. hat er sich erschreckt, Neva? nee, der fährt ganz normal weiter. Ich dachte gerade. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das müsst ihr euch mal geben. Stellt mal vor, der hätte sich jetzt erschreckt hier. Das ist ja wohl das computergesteuerte KI. Also eigentlich passiert ja nichts. Gut, ein bisschen Spaß muss sein, ne, in meinen Videos, natürlich, selbstverständlich. So, gut, da ist auch schon das schöne Prachtstück. Das Prachtexemplar von einem sehr besonderen Modding-Team. So, okay, dann nehmen wir mal unsere Klamotten mit hier und dann gehen wir mal ganz schnell raus. So, ja. Liebe Freunde, lieber Zuschauer da draußen. Also ich bin erstmal froh, dass du hier eingeschaltet hast bei einer neuen Folge vom LS19, bevor das vergessen zu sagen. Ich bin auch wirklich froh, dass du jetzt bis hierhin geschaut hast. Wenn ihr mal ehrlich seid zu euch selber, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr jetzt bis hierhin genau geschaut habt oder ob ihr vorgespult habt, beziehungsweise ob ihr vorgesprungen seid in diesem Video. Das würde mich mal interessieren. So, wir gehen erstmal hier, ne? Zum Piloten, zu der Tür. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Das ist ein wunderschöner Eurocopter. Das schöne Teil finde ich hier hinten bei Diverse. Das ist der RTHEC 135 im ADAC Luftrettungsskin. Das ist der Christoph 31. Ist ein richtig schöner Helikopter, schön wendig, richtig fett modern, hat schöne Rotoren, die auch sehr stabil in der Luft liegen. Ansonsten zu den Helikopter kann ich nichts weiter sagen. Also das Cockpit sieht schön aus. An alle Piloten unter euch oder an alle Simulationsfreunde, die gerne mal in die Luft fliegen. Ich glaube, die kennen sich damit ein bisschen besser aus. Die können bestimmt auch mal einige Details hier erklären oder so. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben.
Also ich bin jetzt nicht so ganz firm in diesem Gebiet. Ich bin eher so der Typ hier, der viel mit Blaulicht da macht. Ne? Also hier mit Helikopter, Flugzeuge habe ich jetzt nicht viel am Hut. Könnt ihr gerne mal erklären hier. Ich glaube, das ist der in der Mitte hier, der Hebel, also was aussieht wie der Hebel. Beim Auto, beim Fahrzeug ist es die Handbremse. Das ist, glaube ich, der Pitch, ne? So nennt sich das. Also der, was heißt es übersetzt? Also der Starthebel, dass man nach oben fliegt halt, ne? Dass man sozusagen Gas gibt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber wenn das jetzt irgendwie richtig falsch gewesen ist oder sein sollte, dann kommentiert bitte das Video und stellt das bitte richtig. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Müll erzähle hier. So, wir gucken mal ganz kurz hinten. Da können wir auch die beiden Klappen öffnen. So, dann haben wir hier eine Schleifkorbtrage. Dann haben wir hier einen schönen großen Kasten drin. Da oben ist auch noch ein kleinerer Kasten drauf, ein Behälter. Sieht aus wie so eine kleine Stadtkasse oder so, oder Feuerwehrkasse, wie auch immer. Ich habe mich schon gewundert, wo die ist, ne? Da sind anscheinend die Helikopter-Freaks hier vom ADAC, die sich unsere Kasse hier genommen haben und gestohlen haben. Das ist ja auch lustig zu wissen oder gut zu wissen. So, das können wir am besten jetzt mal reinmachen. Ich wollte bloß mal gucken, ob alles da ist, ob alles funktioniert. Weil dann können wir jetzt theoretisch eigentlich auch schon starten, denn um diesen Helikopter geht es nämlich gleich. Denn viele von euch wissen nicht, wie man dieses schöne Gefährt hier fliegt im LS-19. Das ist gar kein Problem. Dafür bin ich da. Dafür mache ich auch sehr lieben gerne ein separates Video, damit wirklich jeder jetzt Bescheid weiß, wie man diesen Helikopter in die Luft bekommt und wie man den dann halt später steuert. So, Grüße gehen erstmal raus an das NOS-Team. Von diesem schönen Modding-Team kommt nämlich dieser ADAC-Luftrettungshelikopter. Was ihr dafür benötigt, liebe Freunde, ich habe das jetzt schon so oft in meinen Videos gesehen, unter meinen Videos natürlich in den Kommentaren, dass viele halt nicht wissen, wie man den startet. So, können erstmal Licht anmachen, so ein bisschen so, um das mal ein bisschen hervorzuheben, das Ganze. Müsst ihr nicht machen, das ist irrelevant eigentlich. So, also, ihr nehmt euer Gamepad, beziehungsweise einen Controller in die Hand oder ein Lenkrad, verbindet das mit eurem Rechner, mit eurem PC und dann drückt ihr einfach Enter auf der Tastatur, auf eurem Gamepad, auf eurem Lenkrad. Das habt ihr sicherlich dann anders belegt bei einer anderen Taste, aber auf der Tastatur ist das die Enter-Taste, um den Motor zu starten. So, dann warten wir mal ganz kurz, bis der Helikopter sich warm läuft und dann, jetzt passiert hier wirklich was sehr Spektakuläres. Wir können nämlich jetzt, also ihr müsst jetzt nicht mit Controller oder mit eurem Lenkrad spielen. Ihr könnt jetzt wieder rüberschalten zu Tastatur und Maus, wenn ihr das gerne möchtet. Und dann könnt ihr hier ganz normal mit W, A, S, D und der Maustaste diesen Helikopter bedienen und sogar auch fliegen. Guck mal, das geht richtig, richtig einfach. Da viele von euch leider immer noch nicht wussten, wie das genau funktioniert. Ich habe das immer so bloß in den Kommentaren dann gesehen, gelesen, habe das sogar auch beantwortet. Weil die meisten verstehen das halt immer noch nicht so ganz und deshalb heute auch dieses ganz kurze Video. Und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich den einen oder anderen jetzt aufklären, wie man diesen Helikopter, diesen Eurocopter vom ADAC jetzt richtig bedient. Wenn ich euch jetzt damit helfen konnte, dann würde ich das gerne mal wissen, das interessiert mich mal. Das könnt ihr mir gerne unter diesem Video in die Kommentare schreiben, damit ich wirklich jetzt weiß, ungefähr wie vielen Leuten ich jetzt helfen konnte. Und wenn ihr irgendwie einen Kollegen, einen Kamerad, ein Familienmitglied habt, die auch den LS-19 spielen und auch dieses Problem haben, dann teilt dieses Video gerne mit dieser Verwandtschaft, Kumpels, Freunde, Kameraden etc., damit die dann auch Bescheid wissen und im LS dann durchstarten können. So, ich für meinen Teil bin erstmal wieder gelandet. Das war ein kurzer Einsatz, ein richtig kurzer Rettungseinsatz. So, ja, lieber Zuschauer, das ist erstmal alles gewesen. Wir rücken erstmal wieder ab. Der Helikopter wird jetzt erstmal stehen bleiben hier. Den werdet ihr sicherlich das Öftere noch sehen im LS-19. Also der wird hier sicherlich noch öfters zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bei schweren Verkehrsunfällen, ne? Da kommt er relativ oft zum Einsatz. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie gesagt. Schreibt mir das in die Kommentare und lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert mich,
falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, liebe Freunde. Bleibt gesund. Das ist so wichtig. Bis dahin. Ciao.